Freut mich ja sehr, dass es geklappt hat. Freut mich auch. Grüß dich. So, bitte, nimm Platz. Danke dir. Du bist tatsächlich der Erste, ne? Der Erste, den wir hier im Stream so haben, mit dem wir über das Thema quatschen können. Eigentlich kommen wir aus einem ganz anderen Bereich. Ja? Ja. Also ne, bei uns ne, Parfum und so. Ne? Mhm. Du, ja, also ich weiß, du hast, wir haben über Instagram das erste Mal geschrieben. Ah ja, genau. Mhm. Und seitdem ich in Vegas bin, ist das halt irgendwie für mich einfach eine Sache, eine Leidenschaft, so, die ich echt gerne mag. Und die Zuschauer mögen die Sachen anscheinend auch ein bisschen. Und jetzt sitzt du hier. Wann hast du angefangen mit der Kunst? Ich würde sagen, schon zu Schulzeiten habe ich angefangen. Ja. Aber so, dass ich es gar nicht realisiert habe, weil meine Mutter hat schon immer gerne gemalt. Durch meine Mutter bin ich quasi auch dazu gekommen, anfangen zu malen. Und in der Schule kam es dann so, dass es dann irgendwie um ein Kalenderblatt ging. Jeder Schüler sollte ein Kalenderblatt zeichnen in unserer Klasse für einen Kalender, also sprich 12 Monate plus Titelblatt. Dann haben alle den Kalender gemalt, nur ich hatte dann meinen eigenen Kalender. Okay. Und dadurch kam das, glaube ich, dann so langsam zustande. Aber ist das nicht eine Lebensentscheidung? Also für mich, wenn man so darüber nachdenkt, jetzt Künstler, ne? Wirklicher Künstler, das ist doch ein heftiger und auch anstrengender Lebensweg, oder? Der ist extrem stark. Super viele Berge, super viele Täler und du musst immer wieder rauskommen. Aber wie fühlst du dich jetzt zum Beispiel, weil auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, wir alle kennen, da wir jetzt mehr so Consumer auch sind, ne? Und auch immer ne, schneller, höher und weiter. Auf der anderen Seite, guck mal, Auktionsergebnisse, da gibt es irgendwelche Künstler, die malen so ein bisschen was und dann ja. Millionen. Ja, das stimmt. Ja, aber letzten Endes ist es ja, es gibt ja einen großen Wandel. Ne? Also wir sind da jetzt im Social-Media-Bereich, wo jeder, der auch nicht wirklich Künstler ist, plötzlich Millionen verkaufen kann, weil er einfach eine wahnsinnige Reichweite hat. Ja. Und ich bin aber jemand, dem das Social-Media-Ding relativ egal ist, weil ich male, weil ich überzeugt bin von mir selber, von dem, was ich tue. Und ich habe einfach total Bock, so wie bei dir. Du hast Bock, kreativ zu sein, ja. Du hast Bock, was zu schaffen. Und das Genialste ist doch der Prozess von einer weißen Leinwand zu einem fertigen Kunstwerk. Ja. Du stehst dann nachher davor und wenn es nur 5 Minuten sind, aber stehst du und sagst, boah, geil, das habe ich jetzt geschaffen. Du wirst ja nicht anfangen und morgen Möbelstück bauen. Nee, das stimmt. Siehst du so? Und das ist meine Bereicherung, die ich jeden Tag habe und es macht so viel Spaß. Was für, also wie muss ich mir so deinen Werdegang vorstellen? Also du bist dann irgendwann fertig mit der Schule und dann sagst du jetzt so, ja, also jetzt verkaufe ich hier mal was. Ja, oder? Nee, also mein Werdegang kommt eigentlich aus dem Graffiti-Bereich. Das heißt, ich bin komplett... Genau. Du machst auch zum Beispiel, du hast auch Auto irgendwie. Ja, genau. Ich male auch Luxusautos an, aber auch sehr, sehr... Also ich mache das wirklich nicht so, dass ich jeden Tag ein Auto male oder jeden Tag eine Leinwand male. Also mein Prozess von einer Leinwand ist easy 4 Wochen. Können auch mal ein halbes Jahr sein, bis ein Werk fertig ist. Ja. Und Autos ist genau das Gleiche. Also ein Auto kann 5 Tage dauern, ein Auto kann 5 Monate dauern. Genau. Ja, und ich bin eigentlich aus dem Graffiti-Bereich gekommen, dann viel illegal gemalt. Da gibt es ja auch nochmal dazu, ne? Es gibt ja gerade, unseren Freund, der Marcel, der ist ja ein sehr großer Anhänger dieser Kunst. Ne? Stimmt, ja. Und der hat mich mal so ein bisschen da so eingeweiht, also beziehungsweise hat mir mal so ein bisschen so, da gibt es ja auch so ein Buch von jemandem, so ganz vielen. So ein ganz berühmter, der so irgendwie so heißt und so. Und bei denen war das ja so, dass die dieses Zugthema, dass die diese Züge besprühen. Und das ist ja immer so krass, weil die halt dann sehen so, okay, das ist von dem. Da machen die so, man schreibt seinen Namen, ne? Genau, man schreibt seinen Namen oder seine Crew. Ja, genau. Und das ist halt das, wo ich eigentlich herkomme. Und dann ging es halt damals los, Nachtzüge zu malen. Und dann irgendwann hat es dir nicht mehr den Kick gegeben und dann haben wir tagsüber Züge gemalt. Du hast gedacht, da muss was Neues her. Da muss was passieren. Ja, aber das macht ja heutzutage, ist das, glaube ich, nichts Unnormales mehr, dass die Leute tagsüber einen Zug malen oder eine Straßenbahn malen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die blockieren mit Absicht von innen die Türen, dass der Wagen nicht mehr aus dem Bahnhof rauskommt und dann wird in einer Minute 5 Waggons angemalt. Nee. Bei Tageslicht und die Leute sind im Zug. Nein. Ja, ja, doch. Doch, doch. Wird auch alles gefickt. Klar, also ich könnte Sachen erzählen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich muss sagen, der Marcel hat mir mal so erzählt, dass dann zum Beispiel, wenn dann so, dann kommen dann diese Leute, die da arbeiten, so nachts zum Beispiel, aber es kann sein halt, dass die richtig Stress machen und es gibt Polizei und dann, und Polizeieinsätze. Ja. Dann, die stehen dann so und dann kommen da so 20 Mann und wollen alle festnehmen und sowas. Ja, 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 genau. Also es gibt die Medaille und es gibt die andere Seite Medaille. Also es gibt halt auch die Polizisten, wenn die damals gekommen sind und du hast gesehen, ey, der wog 140 Kilo. Du malst einfach weiter und wenn er 5 Meter vor dir ist, gehst du dann erst laufen. Ja, was will er? Was soll das? Also, das war wirklich, wir haben uns auch stellenweise wirklich Späße. Also wir haben einen Grill mitgenommen, haben gegrillt. Nee. Ja, doch. Also es gab schon, aber das kannst du heute nicht mehr machen. Also ich würde sagen, heute gehen die Leute stellenweise, also die Polizei, mit Drohnen drüber oder was auch, mit Wärmebildkameras. Oh. Hunde schlafen im Zug. Also heute würde ich
wäre ich raus. Okay, und das war so dein, das war so der Ursprung? Das war der Ursprung und dann habe ich durch Auftragsarbeiten, also Garagentore gemalt, dann habe ich mal, mein erster großer Auftrag war für Levi's, habe ich eine riesen Wand gemalt und dann irgendwann, genau, und dann irgendwann habe ich halt gedacht, ey, damit kannst du Geld verdienen, habe aber gemerkt, bei meiner ersten Ausstellung, die ich gemacht habe, da wurden viele Bilder verkauft, aber die habe ich mit Pinsel gemalt, weil die Sprühdose nie als Kunst angesehen wurde, als Werkzeug, als solches. Und dann habe ich angefangen, Ölbilder zu malen und so ging das dann weiter. Und dann habe ich ja auch die ersten Autos mit der Sprühdose angemalt, wo alle immer sagten, oh, wie kannst du das denn, du hast eine Sprühdose, musst mit Lackierpistole, ist das Blödsinn. Das sagen wir in Deutschland. Also das weißt du ja selber, in Amerika, mach doch das, wo du gerade Bock drauf hast. 100%. Wenn du dein Auto anmalen willst und du hast eine Garage, fahr es in die Garage. Wenn du keine hast, dann mach es halt draußen. 100%. So, und das sind nur wir Deutschen, die so engstirnig denken. Ja, aber das haben wir tatsächlich in allen Bereichen, auch jetzt beim Uhrenkauf. Wirst du jetzt nicht so drin sein, aber bei Uhrenkauf zum Beispiel, da steht eine Zahl bei den Uhren vor 2020, gibt es eine Zahl, die sagt, woher die Uhr, wo die mal ausgeliefert wurde, in welchem Land. Ja. Also zum Beispiel 100 ist Deutschland. Ah, okay, also niemand, Ländercodes quasi. Ländercodes, genau. Ja. Niemand interessiert sich für einen Ländercode außerhalb von Deutschland. So, wir Deutschen sagen dann immer so, ja, ist das denn LC100? Aber zum Beispiel der Ami, der wird jetzt nicht auf die Idee kommen, zu sagen, so, ist das jetzt LC Amerika? Ja. Also, ne, das beschreibt das ganz gut. Das sind wir schon auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Wir sind da sehr engstirnig und sehr in dem eingefahren, wo wir leben und was um uns herum ist. Das interessiert aber auch wirklich nur die Deutschen. Also, ja. Das muss man so sagen. Das ist bei der Kunst ja genauso. So, und dann bin ich auf jeden Fall das erste Mal nach Amerika gegangen, ich glaube mit 20, habe da auch viel illegal gemalt. Oh. Ja, aber da war es tatsächlich so, kommt die Polizei, das ist auch heute noch so stellenweise, da kommt die Polizei und du kriegst ein Ticket. Okay. Das Ticket musst du bezahlen, also ein Strafticket. Das kannst du bezahlen und danach ist alles wieder gut. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also in welche Stadt bist du dann gegangen? L.A. Das erste war Miami. Miami, immer. Okay. Aber das mit dem Ticket ist in Dallas. Oh, aber ich glaube, die ist ein bisschen... Nee, das Ticket. Auch Ticket. Die haben doch kein... Also das weißt du ja genauso gut, die Polizei oder die Beamten da drüben haben ja auch alle keine Lust, wirklich zu arbeiten. Ja. So, und wenn er dann kommt und er kann den kurzen Weg nehmen, dann nimmt er den kurzen Weg. Okay. Und in Deutschland, der Polizist, der sagt, nee, das geht alles nicht, wir müssen jetzt hier eine Strafanzeige schreiben, schreibt 100 Seiten und die Amerikaner denken, boah, was macht ihr denn da? Ja, ja. Was ist denn los bei euch? Kürzt es doch ab. Aber warum Amerika? Was hat mich immer fasziniert. New York hat mich immer fasziniert und in New York... illegal malen zu gehen, war für mich immer so, das musst du mal gemacht haben. Okay. So, und das ist auch heute noch, wenn ich in New York bin und meine Jungs da besuche, dann gehen wir immer an legale Wände und malen. Das ist einfach Raum und Zeit, verlierst du komplett. Das ist doch bei dir auch. Wenn du jetzt kreativ bist und dein Bild malst, es gibt keine Uhrzeit und in dem Augenblick weißt du auch nicht, was um dich herum passiert. Ja, 100%. Man ist voll in dem Moment drin. Du bist in dem Moment drin und ich kann das natürlich jetzt schlecht einschätzen, was andere Bereiche angeht. Aber ich würde jetzt sagen, es gibt vergleichbarerweise keinen anderen Bereich, der das so mit dir macht wie bei der Kunst. Mhm. Ja. Und dann, also bist du dann auf diesem Weg gewesen, dann hast du so die ersten, sage ich mal, Aufträge bekommen. Mhm. Und dann macht man ja dann irgendwann mal, also ich bin mir sicher, als du damals halt die ersten Sachen so gesprüht hast, da war ja auch die Preisstruktur jetzt eine andere als heute. Ja. Wie hast du dann für dich selber irgendwann mal dann gesagt, so, okay, pass auf, das kostet den Preis? Ich habe meinen ideellen Preis, das war das bei der ersten Ausstellung, den habe ich genommen, weil ich sage jetzt zum Beispiel mal, da war damals ein Bild 2x2 Meter und da habe ich mir gedacht, oh ja, das Material kostet, nimmst mal 2000 Mark, das waren noch Markzeiten. Ja. So. Und dann wurde das verkauft und dann wusstest du ganz genau, okay, das nächste Bild, was 2x2 Meter ist, das bietest du einfach mal für 3000 an. Dann wurde das verkauft und so ging das natürlich immer weiter und das ist aber auch heute noch so. Was, für wie viel, was ist der Preis zum Beispiel, du hast letztens diese Verpackung gemacht? Genau, also die liegen ja zum Beispiel bei 70.000 plus Steuer. Boah, okay. Das aber Original. Das war, ne? Okay. Ja, aber die orientieren sich an dem Preis, was mein letztes Bild gewesen ist, also für was ich das letzte Bild verkauft habe. Okay, und das hat sich historisch so dann aufgebaut. Genau, genau. Das ist meine Preisfindung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn du mit Galerien arbeitest, werfen Galerien Würfel und dann machen sie den Preis. Okay. Und ich habe meine Preisstruktur. Und dann muss man so sagen, okay, wie muss man sich den Kunstmarkt vorstellen? Weil für uns jetzt auch die Leute hier im Chat und so weiter, du hast zum Beispiel diese Art Basel, Miami. Und das ist ja schon so ein Club an Leuten, die sind ja schon alle unterschiedlich. Das sind sehr unterschiedliche Leute. Manchmal, ich habe mal eine Sache gesehen, das war auch so eine Ausstellung, wo man Sachen kaufen konnte. Der hat so einen Vorhang an die Wand gemacht. So, und hat dann halt so, ne, das war so das Kunst so, ne?
und so. Das ist ja einfach, diese Szene ist schon auch besonders. Total, ja. Aber jede Szene ist besonders. Aber ich muss dir sagen, also wenn wir zum Beispiel die Art Basel Miami nehmen, ja, da muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn du dort die Chance hast auszustellen, ist das schon für einen Künstler High-End. Das muss man ganz klar so sagen. New York bleibt trotzdem immer noch die Kunstgroßstadt oder Kunstweltstadt. Aber Art Basel ist schon ein Punk für sich. Ist auch nicht einfach mal eben kurz Bilder rüberschicken, sondern das ist schon echt aufwendig. Also es ist auch viele Unkosten. Ja. Aber da ist halt alles, wie du gerade gesagt hast. Da ist der 16-Jährige, wo die Mutter Kunst studiert hat als Beispiel. Der guckt sich das an, weil ihn das fasziniert. Ja. Aber da ist aber auch der Milliardär, der Kunst kaufen will. Und die Art Basel ist gesplittet in, ich sage jetzt mal, Messehalle A, Messehalle B, C, D, E. A kostet Eintritt $10 und D kostet Eintritt $3.000. Nee. Ja, bei $10 sind die Werke bis 5.000 Euro und bei der letzten ab 1 Million. Nee. Ja. Und die wollen natürlich nicht, dass das Fußvolk da reingeht und Sammler dabei stört, 2, 3 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen auszugeben. Guck mal, diese Vorstellungskraft, ne? So diese Beträge, das, also findest du das auch viel? Völlig übertrieben. Völlig. Yeah. Also das ist, in meinen Augen ist es natürlich für den Künstler total toll, aber ich finde, es sollte alles eine gewisse Grenze haben, was es kostet. Weil nur weil der Künstler einen besseren Namen hat, eine bessere Reputation hat, heißt das ja nicht, du musst ja 10 Millionen dafür ausgeben. Wenn wir natürlich jetzt von einem alten Meister reden, wie einen Van Gogh, wie einen Rembrandt, wie einen Picasso, ist das für mich eine ganz andere Sache, yeah, weil die natürlich auch nicht die Option hatten, wie wir sie jetzt haben. Aber ich finde, gerade in unserer Zeit werden die Künstler gehypt durch die Medien, ja, was früher nicht der Fall war. Und die Medien bringen den Preis. Das heißt also, nehmen wir mal einen Banksy, der nimmt jetzt von mir aus 10 Millionen. Ja, und dann fragst du dich, wofür? Also ich denke dann, warum macht man das? Das passiert, weil er so bekannt ist. Ja. Nichts anderes. Bei ihm ist das ja auch so, der ist jetzt auch, viele Leute werden ihn auch kennen, mhm, der macht ja auch so Sachen, dann geht er irgendwo hin, dann sprüht er auf so ein Straßenschild und dann kommen die Leute und nehmen das dann. Genau. Ja, es gibt, ich war jetzt gerade in Salt Lake City, da habe ich eine Wand gesehen, ich weiß das gar nicht, Park City heißt das, also nicht direkt in Salt Lake City. Da ist eine Wand, da hat er ein Bild drauf gemalt vom kleinen Kind, Fotograf, und macht ein Foto von einer Blume. Ich weiß das nicht genau, was für eine Blume. Mhm. Und da haben die einen Frame drum zugebaut mit Panzerglas. Und du siehst richtig in dem Panzerglas überall Risse, also du kannst das Bild kaum noch erkennen. Also die versuchen, die Wand da rauszunehmen. Und das ist echt schlimm. Und wir haben, er und ich, wir haben vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren zusammen ein Buch rausgebracht. Mhm. Kannst du heute, glaube ich, noch über Amazon kaufen. Und beim Lesen ist mir bewusst geworden, früher, weil das war es ja noch nicht so, wie down to earth er ja ist. Mhm. Und wenn du das jetzt heute siehst, da kann der kein, wenn er ein Bild rausbringt, ist das Ding für 100 Millionen weg. Ja. Ja, genau. So. Und er will ja gar nicht. Er will ja gar nicht Ausstellungen machen. Er ist ja genau das Gegenteil. Er will nicht, dass das passiert. Die Künstler, die du kennengelernt hast jetzt so, ne? Mhm. Wie wichtig ist den Leuten Geld, den meisten Künstlern? Gibt es da verschiedene Lager, würdest du sagen? Gibt es manche, die wirklich schon richtig auf Kommerz, also die darauf aus sind? Ist ja nicht verwerflich, ne? Wir alle sind. Um Gottes Willen. Aber ist das so, weil du jetzt sagst, zum Beispiel, er hat nicht das Interesse daran, wir sprechen über Beträge, also ich meine, das sind Beträge, die das entzieht sich in meiner Vorstellungskraft. Ja, genau. Also ich würde sagen, der Instagram-Künstler, der ist genau der, der darauf aus ist, viel Geld zu verdienen, das auch zu zeigen. Ja. Und der Künstler, der in meinem Alter ist, also eine ältere Generation ist, bin jetzt Mitte 40, dem ist das egal. Also ich mache Bilder stellenweise für eine Charity-Auktion, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, zurückzugeben. Mhm. Und ich sage dir eins, ich bin froh über jeden Euro mehr in der Tasche, wenn ich mir was kaufe, aber ich muss nicht 1.000 Euro mehr in der Tasche haben. Okay. Wenn ich mir eine Cola kaufen will für 3 Euro und ich habe 4, ist doch super, kann ich sie mir kaufen. Meine Devise. Mhm. Ich muss nicht Millionen auf den... Ich persönlich glaube, Geld macht nicht glücklich, es beruhigt nur. 100%. Also das ist ja, wir haben eine sehr junge Kundschaft und bei uns, ne, jetzt gerade durch auch diese Streaming-Geschichte, wenn wir auch Packstreams machen, auch das ist eine Sache, die mir auch am Herzen liegt. Die Dinge, die wir jetzt verkaufen, mhm, das sind Sachen, die kannst du dir kaufen, aber das braucht kein Mensch. Du brauchst kein Parfum, du brauchst keine Uhr, du hast es unnötig. Ne? Genau. Wir haben jetzt gerade, bevor du gekommen bist, ne, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, manchmal die Leute, die sind da, ja, das hat der Junge gerade, also hat er auch gerade geschrieben, er ist halt, er hat gesagt, ich habe am Dienstag bestellt und es ist jetzt noch nicht verschickt und ich bin ein bisschen angespannt und so. Muss man sagen, guck mal, ganz locker. Genau. Weil, und das muss man aber auch erstmal lernen, weil manchmal man verfällt in so eine
Und dann will man auch, ist man hinter dem Geld her und so weiter. Aber das Ende vom Lied, weil ich hatte damals auch so eine Erfahrung, wo ich mir meine erste Uhr gekauft habe, ja. Das musste diese Uhr sein. Ich habe die gekauft und bin in ein Loch gefallen. Dieses Geld und diese Güter, die wir haben, das wird niemals dich als in deinem Leben glücklich machen. Also im Sinne von, du wirst nicht zufrieden, du wirst dich als Mensch nicht, du wirst dadurch nicht glücklich und du wirst auch nicht vollkommen, indem du dir mehr Sachen aneignest. Nichtsdestotrotz haben wir alle Ziele und wir sollten auch alle Ziele haben und uns motivieren. Und es kann auch sein, dass Dinge, die diese Motivation hervorrufen, dass man Meilensteine hat und so weiter. Am Ende, wir sind ja auch Männer. Ne? Du sammelst Sachen, ich sammel Sachen, wir sammeln Sachen. Ne? Ja, genau. Also und darum, ja, ist das halt so. Ja. Bei diesen, wenn du jetzt zum Beispiel deine Sachen, wie teuer ist so dieses, gibt es so ganz teure Farben oder sowas? Gibt es da irgendwas ganz? Ja, also es gibt teure Farben, Ölfarben, es gibt teure Pinsel. Also da hast du nachher für eine Ölfarbe 100 Euro, 200 Euro. Weil ich habe da nämlich mal gehört, es gibt ein Lapisblau, was aus dem Stein gemacht wird. Gibt es tatsächlich, ja. Das heißt, die schmirgeln einen Edelstein in Öl. Genau, oder in Öl. Genau. Ja, das ist dann so super teuer. Ja, aber jetzt kommt die Frage, wofür brauchst du es? Ego? Ich weiß nicht. Ja, komm, Ego. Komm, sei ehrlich. Ich habe das nur gesehen und dachte, krass. Ah, geile Nummer. Ja, aber jetzt die Frage, wofür? Ich weiß, also, ich weiß es nicht. Ja, geil, oder? Das ist halt, aber das ist genauso, wie das Leute ja stellenweise ein, nimm es mal ein goldenes Steak verkaufen. Ja. Stimmt, ja, das macht auch Fritz. So, genau. Also, also du kannst dich schon, was die Farben angeht, was den Preis angeht, schon echt züchtigen und loslassen. Ich würde aber ich sage dir auch, ich erkenne, ob ich eine billige Farbe verwendet habe, also oder jemand, wenn ich Bilder sehe, eine billige Farbe heißt, ich gehe im Baumarkt und kaufe mir Farben, oder ob ich eine gute Farbe verwendet habe. Okay. So, das erkenne ich schon. Also ich erkenne auch, wie du die Bilder gemalt hast. Okay. Und dieses Wissen, glaube ich, ist wichtiger, als von vornherein einfach eine super teure Farbe zu kaufen. Okay. Und diese Sache mit den zum Beispiel alten Farben, die so giftig sind und sowas? Was soll damit sein? Kannst du trotzdem mitmalen, aber musst halt eine Maske aufsetzen. Ne? Okay. Also du hast ja zum Beispiel, du kannst ja, wenn du jetzt eine Ölfarbe nimmst, dann solltest du den Pinsel danach vernünftig sauber machen. Der wird aber nie im Leben hart werden. Jetzt nimmst du aber eine Acrylfarbe, legst den Pinsel weg, der wird hundertprozentig hart. Also was nimmt jeder Normalverbraucher? Der nimmt eine Verdünnung, macht den Pinsel sauber. Da ist die Farbe aber nicht das Schlimme, aber die Verdünnung ist das Schlimme. Was meinst du, was das hier in deine Atemwege rein ist? Macht alles kaputt. Daran ist auch Bob Ross gestorben. Krebs. Nein, was? Ja. Der ist daran gestorben, weil er mit seinem Pinsel, Bob Ross, kennst du den? Ja, der ist irgendwann so gestorben. Sofort. Genau, der ist an Krebs gestorben. Der hat ja seine Pinsel gereinigt in der Verdünnung, hat die immer so am Tisch an der Tischkante abgeschlagen. Und dadurch hat er die Dämpfe quasi geöffnet und eingeatmet. Und daran ist er gestorben. Das ist immer Wahnsinn. Ja, genau. Deswegen Acrylfarbe würde ich persönlich und damit Verdünnung Pinsel sauber machen, würde ich sein lassen. Ist meine Empfehlung. Also eine Maske setzt du dir nicht auf. Ja. Ey, vergiss das. Also mir braucht keiner erzählen, wenn er nachher mit 100 Farben auf einer Leinwand malt und muss alle 5 einen Pinsel sauber machen. Maske macht keiner. Vergiss das. Ich brauche einfach immer neue Pinsel. Ja gut, aber ist auch in der Theorie nicht der richtige Weg. Einfach direkt in Wasser und nachher vernünftig auswaschen. Ja, Wasser zum Beispiel, bei manchen geht es, bei manchen... Genau, manchen halt nicht, genau. Ja. Und Ölfarbe ist generell blöd, sauber zu machen. Aha. So, das muss man einfach so sagen. Also wenn du zum Beispiel Ölfarbe nimmst und nimmst ein Tuch und drückst ganz doll und hältst es danach unter Wasser, dann kriegst du sie sauber her, aber richtig sauber kriegst du sie nicht. Aber du willst ja auch nicht deine Pinsel verschwenden. Wenn du jedes Mal einen neuen Pinsel kaufst, ist ja auch nicht so das Tolle. Und du musst ja auch Ölpinsel haben, kannst ja nicht einen normalen Pinsel nehmen. Also ich meine eigentlich nur mit Acryl. Und? Trocknet schnell? Ja, bei uns in Las Vegas ist es eh schnell. Wenn du jetzt zum Beispiel mit keiner Acrylfarbe, sondern mit einer Wasserfarbe malen würdest, ja. Die ist länger offen, weil Acryl ist ja deswegen schneller zu, weil die verdunstet ja. Also das heißt, die Verdünnungsmittel, die verdunsten ja. Und bei einer Wasserfarbe, wenn du jetzt eine Hitze malst, die ist wahrscheinlich etwas länger offen, nicht viel länger, aber ich würde an deiner Stelle gar keine Acrylfarbe nehmen. Sondern? Ja, eine wasserverdünnte Farbe. Würde ich nehmen. Oder mal mit Ölkreide. Okay. Mache ich total gerne. Ölkreide ist super intensiv. Muss natürlich dementsprechend grundieren, wenn du mit Öl malst. Also ein weißer Untergrund und dann mit Öl malen, das gibt nie die Tiefe. Also du musst schon vorher einmal grundieren, aber mega. Bei deinen, also ich meine, du bist ja so vielfältig ich habe mal so ein bisschen geguckt, was du gemacht hast. Du hast ja schon sehr viele, du bist ja mit Autos, das gibt es ja viele. Taschen hast du auch gemacht. Genau. Was machst du denn am liebsten? Was macht dir am meisten Spaß? Also ich würde sagen, ich habe jetzt gerade in dem letzten halben Jahr mehr Lust denn je an Leinwände. Ich liebe es momentan, Leinwände zu malen. Ich freue mich so sehr, wenn ich morgen früh ins Atelier gehen kann, um meine nächste Leinwand zu malen. Ich bin jetzt 3 Wochen mit meiner Familie unterwegs gewesen, habe
Raum und Zeit vergessen. Ja. Aber nicht völlig ernst, weil einfach die Kids, das kennst du ja auch, die lenken sich so der ab. Und dann die Frau, die dich dann so ein bisschen abholt und wo du dann stellenweise denkst, boah, geil. Und dann habe ich in der letzten Woche zu meiner Frau gesagt, ich möchte nach Hause. Ich habe so viel Bock, ja, kreativ zu sein. Und wenn du das hast, dann gibt es die geilsten Ergebnisse. Also volles Programm. Würde ich immer unterschreiben. Und deswegen ist jetzt für mich Faszination Auto. Mir sind Autos komplett egal. Ja. Ich fahre Fahrrad oder Longboard oder Skateboard, was auch immer. Mir sind Autos komplett egal. Aber ich habe auch schon jedes Auto angemalt, was du dir vorstellen kannst. Okay. Also ob es jetzt ein Bugatti war, ich habe zwei Ferraris von Ferrari selber angemalt. Also ich war der Erste, der quasi einen Ferrari angeschliffen hat, mit Erlaubnis von Ferrari. Das stimmt, die sind ja sehr eigen, ne? Ja, wo denn? In welchem Land war das? Ich habe die in Deutschland gemacht. Aber der Ferrari-Chef Deutschland war halt dann bei uns auf dem Land. Das ist ganz eigen. Ja, das darf keiner. Du gehst dafür schnell, das weißt du ja selber. Ja, ja, ja. Dafür wird dann auch so ganz schnell lahmgelegt, wo du denkst, ey, ist doch mein Eigentum. Da stehen die gar nicht drauf. Nee, finde ich nicht witzig. Und dann bist du nachher auf einer Liste, hast gemacht? Kein Auto mehr. Das waren zwei Rennwagen und ich habe die durchsichtig gemalt. So, dass du das Innere siehst. Das ist der Wahnsinn. Und dann halt, wie gesagt, in Kooperation mit Ferrari. Sonst hättest du es nicht machen dürfen. Hm. Ich werde mir nie einen Ferrari kaufen. Wobei so ein Testarossa wäre auch schon wieder geil. Ja. Da stehe ich schon wieder drauf durch, ja, Miami Vice, aber ja, das war schon geil. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Und wenn wir jetzt, ja? Ich habe mal zum Beispiel einen SLS AMG Black Series. Ja. Habe ich mal mit Lippenstift angemalt. Ich habe auch mal für Adrenalin mal ein Bild mit Lippenstift gemacht. Also auf Leinwand. Das heißt Lippenstift geschmolzen und dann mit dem Pinsel angefangen stark zu malen. Stark. Mhm. Ist geil. Und das ist nichts anderes als Ölfarbe eigentlich. Ah, interessant. Ja, ich bin gerade ein bisschen so Reinigungsmittel und so ein Kram. Einfach mal. Auch geil. Einfach, du experimentierst doch auch, ja, oder? Ja. Ich guck mal, was dabei rauskommt. Ja, wir experimentieren einfach mal zusammen. Ja. Und ohne Witz, das macht mir so viel Spaß. Vor allen Dingen auch gar nicht drüber nachdenken. Weil wenn du über Sachen nachdenkst, gerade im Kunstbereich, dann gehen die meisten schief. Weil es gibt ja auch da Regeln und Normen, wo ja sich fast jeder Künstler dann hält. Aber mach's doch einfach mal anders. Also Mut. Was mental so, ne? Also gibt es bei dir, das frage ich die Leute immer sehr gerne aus den unterschiedlichen Branchen, gibt es bei dir mentale Herausforderungen, so, an denen du auch selber, wo du selber sagst, das ist schon schwierig, beispielsweise Inspiration, Lust, mhm, sich aufzuraffen, irgendwie. Mhm. Also, was sind deine Struggles als Künstler? Im alltäglichen Leben das Gleichgewicht zu finden zwischen Freizeit mit Familie, ja, und kreativ zu sein. Meine Kinder geben mir einen großen kreativen Input. Ich frage auch als erstes meine Kinder, was sie vom Bild haben, gar nicht meine Frau. Weil meine Frau wird hundertprozentig was anderes denken, als was ich denke. 2 Millionen%. Das ist aber auch gut so, das ist aber auch okay. Gefällt deiner Frau der Kunst, die du machst? Die liebt Kunst, ja. Aber das, was du auch machst, auch? Weiß ich nicht. Okay. Also ich kann dir so sagen. Ich kann dir so sagen, wenn ich ein Parfum rausbringe und ich zeige das Victoria, bin ich mir sicher, dass sie es nicht mag. So, bitteschön. Also, was soll ich dir dazu sagen? Oh, schwierig. Manche ja, manche nein, man weiß es okay, nicht. Okay. So, aber das ist auch der Grund. Also gerade vorgestern war ich mit meinen Kindern im Atelier und habe dann gesagt, ey, was würdet ihr denn jetzt für eine Farbe da im Hintergrund nehmen? Haut mal raus. Ich mache das natürlich auch mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht meinen Sohn und meine Tochter auch so ein bisschen in die Richtung schiebe, stark, mit Farbe umzugehen. Also ich versuche die schon so ein bisschen Farbkonstellationen beizubringen. Wie verhält sich eine Farbe? Und die haben so viel Spaß dabei. Und das gibt mir den größten Kreativ-Input, wenn ich im Atelier stehe vor einer Leinwand und meine Kids sind hinter mir und malen auch. Du schaffst nichts, das ist mal klar. Ja. Weil die fragen alle 2 Minuten, ey, muss ich das so? Du schaffst gar nichts. Ja. Aber die Zeit ist die wertvollste Zeit, die ich in meinem Leben jemals hatte. Gab es schon mal so eine Blockade? Ja, eine Stressblockade. Okay, meine Kinder, da war, glaube ich, gestern waren sie auch mit mir im Atelier und ich habe meinen Kindern gesagt, das hier ist der Happy Place. Hier gibt es keine schlechte Laune, hier gibt es keine negativen Vibes, hier gibt es nur gute Laune. Und dann kommen sie mit mir rein und streiten sich. Meine Tochter ist 8, mein Sohn ist 10. Über Blödsinn. Ich glaube, Schreibtischstuhl, wer darf da sitzen? Okay. Haben sich gestritten und ich habe denen von vornherein gesagt, hier gibt es keine Verwarnung, wenn ihr euch streitet, wir fahren direkt. Dann streiten die sich, ich hatte schlechte Laune, weil die sich gestritten haben. Ich habe gesagt, so, dann ist leider vorbei, konsequent. Wir fahren jetzt nach Hause. Boah, hatte ich einen Ärger. Konnten die nicht verstehen und die haben sich auch erstmal nicht entschuldigt, weil die gedacht haben, ich habe den schlechten Move gemacht. Ich habe gesagt, ihr wisst, das hier ist der Happy Place, deswegen Happy Place, weil nur dann kann ich kreativ sein und dann macht meine Arbeit Spaß. Ja. Keine schlechte Laune. Ja. Das ist wichtig. Also das ist bei deinem Job auch wichtig. Also stell dir vor, du hättest die ganze Zeit schlechte Laune, dann kannst du auch... Das ist ja das auch der Punkt. Ne? Man muss, das ist ja auch der Kampf mit sich selber. Ne? Man muss selber auch, das ist da, das, worum es geht. Ne? Wir haben...
guck mal, bei uns, ne, kommt ein Paket an, Paket leer, ist die Uhr weg. 50.000 Dollar Schaden. Du hast immer wieder Themen. Kunden, Händler sagen, nee, will ich doch nicht, wird abgesagt und so weiter. Das hast du immer. Und da muss man dann halt einfach stark sein und sich davon, man darf sich eigentlich von diesen weltlichen Dingen nicht so vereinnahmen lassen. Absolut. Und man darf das auf jeden Fall nicht in sein Herz lassen. So, ey, und dann ist man schon gesichert. Aber das habe ich vor 10 Jahren getan. Und dadurch bin ich in ein tiefes Loch gefallen für mich selber. Hatte einen Kreativprozess, der null kreativ war. Ja. Und dann habe ich auch, glaube ich, sogar 2 Jahre lang keine einzige Leinwand gemalt. Du hast 2 Jahre lang nichts gemacht? Ich habe manchmal vor der Wand gestanden, aber ich habe 2 Jahre lang nicht wirklich was auf die Beine gebracht. Boah. Mhm. Und dann, wann hat es der Knoten geplatzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das lag an meinem Sohn. Das liegt immer an den Kindern gefühlt. Also die geben dir mehr Power als alles andere. Krass. Meine Frau kann mir auch viel Kraft geben, aber ich glaube, meine Kinder geben mir noch mehr Kraft. Spannend. 2 Jahre lang nichts gemacht. Gar nichts. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich war schlimm. War wirklich eine ganz beschissene Zeit. Weil 2 Jahre lang nichts tun bedeutet auch 2 Jahre lang nichts verdienen. Ja, das ist dann die nächste Sache, die ich mir bei dir vor. Die Sache ist, ich habe so, man merkt ja im Gespräch, du würdest jetzt nur Sachen machen, halt, die du auch selber wirklich feierst irgendwie. Du wirst jetzt nichts machen, einfach um nur irgendwie was geldmäßig umzusetzen. Und dann muss man ja da auch die Balance finden, ne? Und dann, also das ist ja dann Arbeit, also das ist ja vom Leben, von der Lebensplanung her auch dann nicht so einfach, ne? Genau, ist überhaupt nicht einfach. Vor allen Dingen, weil die Kunden, gehen wir jetzt mal davon aus, du gibst mir ein Auto, das kostet 500.000 Euro. Du hast gar keinen Plan, was ich damit tue. Ich sage dir nichts, es gibt keine Skizze, es gibt gar nichts. Die habe ich nicht mal im Kopf. Erst dann, wenn ich anfange, bei meinem ersten Pinselstrich oder Sprühdosenstrich, was auch immer du meinst, kommt meine Idee. Also vorher nicht. Nicht eine Sekunde vorher. Ist das denn wasserdicht und so? Ja, klar. Ja, okay. Klar. Aber das nächste kommt ja auch noch. Der Kunde darf nicht zwischendurch zu mir kommen. Okay. Der gibt mir sein Auto oder er bringt es mir, fast egal. Und wenn ich fertig bin, kann er kommen. Vorher nicht. Ja, okay. Ja, weil das ist logisch, weißt du? Dann machst du deine Linie, der Kunde sieht, was halb fertig ist und sagt, oh ja, kannst du nicht kurz machen? Rot machen? Und denkst, oh bitte, ey, geh doch bitte wieder nach Hause. Oh, nerv mich bitte, ey, ohne Witz. Und das ist so dann die Situation, wo ich auch für mich selber merke, der geht mir tierisch auf den Sack. Ja, klar. Ich habe schlechte Laune, fahr nach Hause. Ja, okay. Fahr nach Hause. Und das ist halt so, Also ich hatte das einmal beim Kunden, da hatte ich einen Aston Martin angemalt. Der kam dann, als er fertig war, und er war ganz still. Ich so, boah, scheiße, nicht gut. Hm. Aber so, und dann sagt er, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich so, also ich glaube, es ist irgendwie ein ganz seltener Aston Martin. Ne? Und ich so, da sagt er, ja, ich rufe mal meine Frau an. Ich so, oh nein, jetzt die Frau, jetzt hast du ein richtiges Problem. Weil Mann, mit dem kannst du reden, die Frau bestimmt. Hm. Safe. Und dann ruft er an per FaceTime, zeigt er das Auto und sie sagt, boah, das ist mega. Ich so, yes, jetzt ist alles wieder gut. Und seitdem beste Freunde geworden, der feiert hardcore. Aber die Situation war schon strange. Kann man nicht anders sagen. Das ist, ja klar, das kann ich mir schon vorstellen. Ist ja auch eine sehr persönliche Sache, die du dann überträgst. Ja. Und ist das so in der Kunstszene zum Beispiel mit anderen Künstlern? Ist man so einfach, sind so alle cool miteinander oder ist das auch so ein Haifischbecken? Also ich bin mit jedem, den ich kenne, cool. Okay. Wie es anderen ist, weiß ich nicht. Hm. Aber ich habe auch einfach keine Lust auf schlechte Laune. Ja. Habe ich einfach keine Lust drauf. Also ich gönne jedem jeden Cent. Also absolut. Ich will auch gar nicht irgendwelche anderen Künstler sagen, dass die irgendwas falsch machen, weil Kunst machst du nicht falsch. Guck mal, und das finde ich, und genau dieser Punkt catcht mich so sehr. Weil ich sage, egal was, du kannst, weil natürlich im Internet, du weißt es selber, ne, es gibt immer dann Leute, die sich über Sachen lustig machen und so weiter. Genau. Aber Kunst ist nicht angreifbar in dem Sinne. Du kannst es nicht angreifen. Ja, genau. Du kannst nicht sagen, selbst bei diesem Thema mit diesem Vorhang und so weiter, das ist ja genau das Ding. Genau. Du kannst da rein interpretieren, du kannst da nichts reininterpretieren. Es gibt irgendwie so einen Amerikaner, das ist, ich weiß nicht, ob das ein YouTube, ich glaube, es ist ein YouTube-Kanal, so aus Texas, so eine Kunstgalerie. Die filmt sich immer, aber halt nie, die reden jetzt nicht mit der Kamera, sondern das wird einfach so gefilmt. Mhm. Und er ist so ein ganz älterer Herr mit so ganz bunten Sachen, die er anhat. Mhm. Und die gehen dann so über die Kunstgalerie und sagen dann so, okay, das finde ich gut. Da zum Beispiel haben die dann so einen Hund, so, das ist quasi so ein Hund, der liegt da am Boden in der Ecke und das ist das Kunstobjekt beispielsweise. Und, so, ne? und das, ich finde das so interessant, was die darin sehen. Dann sagen die so, okay, was kostet das? Da sagt die Frau dann, ja, das kostet, sagen wir mal, 150.000. Mhm. Okay, dann
Nimm das. Okay. Boah, was ein geiler Move, ey. Ja, und die sind dann, und das ist nicht, und das ist so, und das siehst du auch mit anderen Dingen so, die gucken da und dann sehen die da was und diese Preisfindung, die ist dann auch so, wie du gesagt hast, das ist dann, das, so ist das dann ja, halt, genau. Ne? Das Würfeln, genau. Und dann muss man halt schauen, sind die Leute bereit dafür, nicht bereit dafür oder Dings, wie entspricht das dem Zeitgeist? Und darum finde ich es halt so toll, weil es die Leute auch zum Nachdenken bringt, ne? Und die Leute auch dann auch irgendwie auf eine andere Art und Weise challenged, weil du guckst ja ein Parfum, hast du ein Preisschild, was kostet, reproduzierbar, genau. Und hier halt nicht. Ja, das ist so. Also man muss aber auch dazu sagen, dass, also ist meine Meinung, wenn du jetzt dir in der Kunstbranche was Neues einfallen lässt, wird es heutzutage nicht mehr wirklich honoriert. Du bist halt dann entweder ein YouTube-Star oder du bist plötzlich ein Influencer oder was auch immer, aber du bist noch lange kein Künstler. Weil du bist, also für mich bist du erst dann Künstler, wenn dich jemand zum Künstler macht. Ja. Du selber kannst dich nicht als Künstler betiteln. Das ja. ist, ich will jetzt nicht übertreiben, aber sagen wir mal, es ist wie ein Adelstitel. Den kaufst 100%. Du dir nicht, den bekommst du von Dritten. Ja. So, und wenn du dann aber jetzt den Kunstgegenstand kaufst und der Künstler, der auch tatsächlich ein Künstler ist und sagt, das kostet 150.000 Euro, dann hat das den Preis. Okay. So, entweder kauf es oder lass es doch bleiben. Ja. So, und am Ende des Tages, irgendwann kauft sowieso jemand. Ist ja so. Und das ist aber, man muss aber auch dazu sagen, meine Werke sind jetzt, nicht leider Gottes, aber sind ja sehr teuer geworden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich möchte aber auch für jeden ein Werk zugänglich machen von mir. Ich will nicht, dass nur die Reichen und Schönen das Geld ausgeben für meine Werke. Und dann habe ich jetzt irgendwann letztens gesagt, ich sage, Jungs, wisst ihr was, lass uns da einfach mal Editionen machen. Das heißt, du machst eine Auflage, den druckst du. Ja. Dann gibt es nur Druck, ist Preis XY, gedruckt, übermalt. Ist Preis, also nur Druck ist günstigste, Druck und dann übermalt von mir und handsigniert ist so die mittlere Preiskategorie. Also du malst das dann nach? Genau, ich male das nach. Okay. Genau. Und das heißt also vom Künstler überarbeitet und dann gibt es das Original. Das heißt, du hast drei Preiskategorien und die unterste Preiskategorie, also sprich nur der Druck, ja. da bestimmt die Auflage den Preis. Sag mal was. Also naja, also du hast jetzt nur mal als Beispiel, du machst eine 99er Auflage. Aber guck mal, bei dir irgendwie, ich weiß, ich war im Internet, wollte irgendwas, aber wo kann man deine Sachen kaufen? Nee, jetzt gerade gar nicht. Die kannst du erst in meinem Shop kaufen, wenn ich soweit bin, aber jetzt gerade noch gar nicht. Nee, jetzt gerade noch gar nicht. Aber willst du nicht, oder? Ich wollte die ganze Zeit nicht, ja, genau. Du wolltest im Internet nicht? Nee, ich wollte Alter, musst du machen. Das liegt, ja, weiß ich, das machen wir auch jetzt, das ist auch der Plan, aber ich wollte nicht, weil ich mich auf mich konzentrieren wollte. Ich wollte erstmal Werke schaffen, safe sein, weil stell dir vor, ich mache jetzt ein Bild fertig. Das wird verkauft. 99 Mal kostet, keine Ahnung, 2000 Euro als Beispiel. Ja. Ja? Und es ist, also sind alle weg. Dann habe ich ja Druck, Neues zu malen. Klar. Ich versetze mich in ein künstliches Zeitfenster, was ich mir selber schaffe und dadurch bin ich nicht mehr kreativ. Plötzlich wird es zur Pflicht. Ja. Das will ich nicht. Ich will meine Werke schaffen, was ich jetzt getan habe im letzten halben Jahr. Okay, viele Werke gemalt. Ja. Und erst dann gehen sie in den Print und dann habe ich, ich sag mal, 6, 7 Werke, die sind druckbar, die sind ready to go und dann male ich aber in Ruhe die nächsten 6. Liebe ich. Ja, du hast recht, weil wenn man dann ist nichts mehr da, ist quasi der Stock null. Dann denkt man sich so, ja okay, musst du was machen, weil es ist ja auch nichts mehr da und dann musst du so, ne? Ja, das, genau. Und wenn du jetzt, das ist schon recht. Genau, und letzten Endes, wenn du dann nicht mehr liefern könntest, dann ist ja voll kacke, dann verlierst du deine Leute. Ja. Also mache ich doch lieber eine Vorproduktion, wenn wir es so nennen dürfen. Und dann gehe ich entspannt raus. Ich denke mal, keine Ahnung, ich bereite mich gerade auf die Art Basel vor. Ich denke mal in 4 Wochen oder so steht meine Webseite und dann boom. Okay. Dann geht das los. Und ich habe da auch Bock drauf. Ist halt wieder was Neues. Ne? Ist was Neues. Und ich wollte dann vielleicht auch mal 1, 2 Charity-Sachen machen am Ende des Jahres. Da habe ich auch voll Bock drauf. Mal gucken, was da geht. Cool. Aber erzähl du mir noch was über deine Kunst. Wie bist du auf die Idee gekommen, falls es noch keiner weiß hier? Ja, nee, also ich habe da jetzt nicht so viel drüber gesprochen. Als wir nach Las Vegas gezogen sind, das Haus war ja schon fertig eingerichtet dort. Und viele Bilder hingen da und so. Und wir sind dann in das Büro da gekommen. Da gab es halt diese Staffelei und ein paar Farben. Und die haben das einfach da gelassen, so, ne? Aber ich habe gesagt, okay, und ich hatte immer schon den Gedanken. Wenn schon hier ist. Ja, da habe ich immer schon den Gedanken. Ich wollte das immer mal machen. Wir hatten tatsächlich mit Sascha Hellinger den Plan für Black Friday sowas zu machen, weil er tätowiert ab und an. Mhm. So ganz simple Tattoos, aber macht er halt einmal. Er hat dann gesagt, dann lass doch das im Stream live einfache Sachen auf Leinwand malen.
einfache Sachen, zum Beispiel so wie du jetzt mit der Auflage, zum Beispiel wir sind jetzt im Stream, ne? Wir sind jetzt live und wir haben jetzt ein Motiv, beispielsweise, was war das so, zum Beispiel ein Toastbrot mit Gesicht, sagen wir jetzt mal so, okay, auf so einem kleinen Ding. Und davon machen wir jetzt halt dann 10 Stück. Die variieren, sehen aber irgendwie auch gleich aus. Also, weil jedes ist ja so anders. Und dann kannst du die halt dann, sind die im Stream dann halt, kannst du die dann kaufen. So einfach als Gag. So, ne? Das ist somit eine coole Idee. Ja, sowas hatten wir uns mal ausgedacht. Das ist dann irgendwie nie realisiert worden, weil ich weiß auch nicht warum. Aber da war halt dieses Kunstding immer dann schon mal in meinem Kopf. Und ein anderer, der mir nahesteht, der hat auch mal so mir gesagt, ja, fang doch mal an und mach doch mal. Und das ist doch eine Community und vielleicht ist das doch was für dich und so weiter, auch als Ausgleich. Und dann habe ich wirklich auch einfach über Social Media viele Sachen gesehen, so von Techniken und solche Sachen. Und dann fand ich das schon herausfordernd. Und dann halt ging es los. Und wenn wir jetzt so ein bisschen die Sachen uns anschauen, die sind ja alle schon so sehr, sehr unterschiedlich. Und ich komme einfach, ich merke, dass mein Gehirn immer so vor einer Herausforderung, also ich diese Denke, das challenged mich anders. Ja? Ja, also ich denke im Alltag auf jeden Fall nicht so. Weil zum Beispiel bei Bildern, zum Beispiel bei dem hier und so weiter, ich habe, glaube ich, irgendein Paket gerade gekauft und so von Uhren und so. Dann bin ich runtergegangen, habe mir einfach den diese Stift genommen, wie nennt man diese Ölstifte oder sowas. Ja. Und habe dann einfach angefangen so, bin dann wieder weggegangen. Habe mich wiedergekommen, habe wieder was anderes gemacht. Und dann so, und das war halt einfach so, ist in dem Moment dann so entstanden. Dann manche Sachen haben dann nicht geklappt und so und dann so. Und dann, das ist einfach, so arbeite ich im Alltag null. Bei mir ist immer so, du kriegst eine Uhr, du guckst den Preis nach, du kaufst diese Uhr, die Uhr kommt an, du stellst sie online. Ja. Und bei Parfum ist es dann auch so, außer wenn du jetzt Parfum erstellst, dann ist es schon dann kreativ. Ist schon was anderes, aber hier ist das ja so, du hast ja gar keine Vorgabe. Und du hast vor allen Dingen auch kein Ziel, wo du hin willst. Es du fängst auch, einfach an. Ja. Also und bist du dann, wenn du kreativ bist, also wenn du vor der Leinwand stehst und malst, bist du dann genau da in dem Raum und in der Zeit und vergisst alles um dich herum? 100%. Also du schaltest ab? Ja, ja. Aber das ist, es gibt nur ganz, ganz wenige Momente, in denen ich das wirklich bin. Lustigerweise war das jetzt auf dem Weg nach Hause, als wir in Amerika waren und so. Da hatte ich so einen Moment, wo ich halt einfach, ich hab das noch nie wahrgenommen, dass ich so in Amerika lebe. So, ich check da, also ich bin halt, ich wach auf, ich arbeite. Das ist schnell normal, ne? Ja, also, aber nein, ich habe das auch gar nicht so realisiert oder ich bin gar nicht in meinem Leben so da eigentlich. Ich bin aber, wenn ich da bin, zum Beispiel, wenn ich streame, dann bin ich auf jeden Fall hier. Es gibt nichts anderes, auch wenn ich jetzt Nachrichten bekomme und so weiter. Ich bin jetzt, egal ob Uhrenpreise, Retour, egal. Also wenn ich streame, wenn ich male, genau. Dann bin ich da in dem Moment. Und ich bin voll konzentriert auf das. Und ich mache nicht noch nebenbei WhatsApp, ich mache nicht noch nebenbei irgendwas auf Instagram, sondern ich bin dann wirklich hier. Ich ab. Ja. Ja, aber das ist aber das Geile, das ist bei mir genauso. Mein Handy ist weg. Ich höre ein Hörspiel nebenbei und dann ist alles easy bei mir. Aber dann lass doch mal die Black Friday nochmal durchziehen. Ja? Na klar. Ja, das volles Programm. Also ich habe da immer Bock drauf. Cool. Das, was Spaß macht, Attacke. Ja, dann also würde ich sagen, das ist doch mal ein Projekt, was wir mal angehen können, weil das ist natürlich für jeden zugänglich. Genau. Und es hat halt auch irgendwie einen sehr digitalen, also es hat einfach etwas, ist was Neues. Ja, genau. Ich glaube, es hat auch noch keiner gemacht, ne? Nee. Also ich kenne jetzt niemanden, wobei ich jetzt auch nicht so viele kenne, aber ich kenne dahingehend jetzt keinen, also der das Kunst im Social-Media-Bereich, so jetzt, sag ich Live mal, in dem Mainstream ist, also Papa Platte hatte einmal was gemalt, so. Ah, okay, ja. Der hatte Bob Ross, glaube ich, ein Tutorial nachgemalt. Geil. So eine Landschaft, ne? Ja, und sonst hat das jetzt noch gar nicht so irgendwas gefunden. Aber das ist doch ein cooles Projekt, was wir machen können. Und Black Friday ist im Oktober, ne? Ja, genau. Ende Oktober. Da bin ich dann auch hier, ne? Ich sag mal so. Achso, du bist hier. Da wäre ich sogar hier. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt natürlich drüben bist, wir können dann auch was planen für drüben, dann würden wir es auch drüben hinkriegen. Ja, ja. Ich bin ja oft drüben. Ja, sehr easy. Also egal was, aber dann lass uns das mal ausarbeiten. Nee, das wäre witzig. Simple Sachen. Ja, genau, ganz simpel. Ganz simpel. Oder die User sagen uns, was wir malen sollen. Können wir auch machen. Eins das von beiden. Das wäre auch witzig. Die sagen uns ein Motiv und wir machen. Aber immer so 2-Minuten-Skills. Genau, nur sowas. Genau. Nur sowas. Quick and dirty, 2-Minuten-Skills, kleine Leinwände, keine Ölfarbe, Marker oder was auch immer und Attacke. Beispiel. Ja, genau sowas. Das könnte geil sein. Ja, finde ich super. Ich bin da sofort bei. Ja. Und jetzt die nächsten Projekte, was steht so bei dir an? Also, ja, ich bereite gerade die Art Basel vor. Bedeutet also, ich muss noch 2-3 Bilder fertig malen. Muss aber. Ich male 2-3 Bilder fertig. Ja. Und Art Basel vorbereiten ist, ich stelle, also sagen wir mal, es gibt 6 Messhallen, was ich dir gerade erklärt habe. 1 ist günstig, 6 ist das teuerste. Dann stelle ich dieses Jahr eine der dritten aus, was schon für mich, finde ich, super ist. Also freut mich sehr. Mhm.
ich treffe viele Leute dann immer vor Ort, also viele Leute, die ich auch kenne, weil ich halt in Miami schon seit 15 Jahren zu Hause bin, glaube okay. ich, gefühlt, also wirklich schon lange. Besuche immer zwischendurch Freunde von mir in Miami, das kennst du ja wahrscheinlich auch, man kennt dann jemanden, dann fährst du da mal eben hin und mal eben ist in Amerika nicht existent. Du wartest erstmal und auf einmal wird aus einer Stunde werden 5 Stunden. Ja. Das ist halt normal so. Also das ist so das, was ich jetzt gerade vorbereite. Dann haben wir gerade oder sind wir gerade in der Zusammenarbeit mit einem Automobilhersteller, wo es darum geht, vielleicht in diesem Jahr noch ein Auto anzumalen. Okay. Das steht gerade noch eventuell an, ist noch nicht safe. Dann gibt es noch ein anderes krasses Luxusobjekt, kann ich auch noch nicht drüber reden, aber das findest du auf jeder großen Luxusjacht. Und da sind wir auch gerade am Verhandeln, ob wir da nicht vielleicht was machen. Das sind so die Sachen, das reicht aber auch. Also das ist schon viel. Schon, ja. Und genau. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel für den letzten Super Bowl habe ich ja mit KFC den Bucket gemacht. Ah. Ja, genau. Und den gab es halt nur am Super Bowl-Tag. Also konntest du zum KFC fahren oder konntest du über Lieferando bestellen, was auch immer. Und dann gab es den René Turek Chicken Bucket. Boah. Genau. Und da hat ja jeder, du hast ja nur einen kleinen Bucket. Und die Leute denken dann, na ja gut, das ist ja 2 Minuten gemacht. Aber wir haben, glaube ich, mit Planung, mit Werbevideodreh und mit allem drum und dran locker 7 Monate. Oh, okay. So, deswegen, also wenn ein Künstler seine Leinwände malen möchte und er noch 5 weitere Projekte im Jahr hat, ist das Jahr voll. Mach ich völlig ernst. Sammelst du privat auch Kunst? Hm? Was sammelst du denn? Ich habe einen Banksy zu Hause. So, ich habe logischerweise viele Bilder von mir zu Hause. Ja. Ich habe aber auch von meinem Sohn logischerweise Bilder hängen. Okay. Das ist noch viel wichtiger als alle anderen, das muss man genauso sagen. Ich glaube, ich habe jetzt 4 oder 5 Bilder. Dann habe ich mal für die Miami Heats, kennst du beim Basketball, kriegt man die Jahrestrophäe ja. Ja. Dann wurden die ja zum 3. Mal Meister, ist auch schon länger her, und haben aber nur logischerweise nur eine goldene Trophäe. Und da habe ich dann damals für jeden Spieler eine Trophäe gemacht. Das heißt, konnten sie mit nach Hause nehmen. Und die habe ich zum Beispiel jetzt zu Hause, einen von denen, also von einem Prototyp quasi. Durch meinen Sohn sammeln kann man nicht sagen, aber ich habe angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln, okay. Aber auch nur seltene. Alf-Kassetten. Boah, das ist das Geilste, auf Flohmarkt zu gehen und zu gucken, was findest du jetzt gerade? Hammermäßig. Ich sammle Actionfiguren. Ja. Liegt aber also daran, noch verpackt? Verpackt, genau. Ja. Verpackt und alt. Ich habe damals für den Transformers-Film den Optimus Prime gestaltet. Ja. Für die Premiere. Und dann habe ich von der Firma damals, der Herstellerfirma, ganz viele Actionfiguren bekommen. Und so kam das irgendwie. Ah, okay, das ist jetzt auch die Inspiration dann zu diesem aktuellen Projekt. Genau, das ist auch die Inspiration zu den Actionfiguren, genau. So ist das quasi alles entstanden. Super. Und ich sammle Sneaker. Okay. Früher habe ich immer, wenn ich in Amerika war, habe ich nach Hause gekommen mit 10 Paar. Ja. Und da hat meine Frau gesagt, du bist bescheuert, weil die ja auch echt alle nicht günstig sind. Ja. Und jetzt kaufe ich noch 3 Paar im Jahr. Okay. Aber ich habe auch wirklich viele. Ja, siehst du, Jäger und Sammler durch und durch, ne? Das ja, ist tatsächlich so. Ja, und kann man nicht anders sagen, es macht ja auch Spaß. Ja. Ne? Und jetzt kommen wir mal ins, guck mal, du musst ehrlich sein. Ich kann, also generell ist das so, bei mir, ich performe eigentlich besser, wenn man auch so hart mit mir ins Gericht geht, ne? Mhm. Also wenn man jetzt, man muss mich jetzt nicht loben oder so, weißt du, was ich alles meine? Gut. Alles gut, alles gut. Wenn wir jetzt mal so in diese Sachen gehen, die wir jetzt hier stehen haben, ne? So, was sagst du dazu? Einfach ich kann dir sagen, dass ich weiß, wie du das Bild gemacht hast. Das habe ich gerade schon erzählt, dass ich reingekommen bin zu deiner Schwester. Und ich weiß auch, warum du das gemacht hast. Glaube ich zumindest zu wissen. Du hast wahrscheinlich irgendwo im Internet gesehen, Farbe drauf gemacht und dann mit dem Föhn einfach verteilt. Und da gab es dieses schöne Ozeanbild. Und da hast du dir gedacht, oh, das ist ja einfach, ich mache die Farben drauf und genauso mache ich es. Und das, schätze ich, ist die Story dazu, weil das so das Typische ist. Da hätte ich es mega gefunden, mit einem dunklen Hintergrund zu arbeiten. Dunkles Blau, so ähnlich wie deine Hose. Aha. Geiler Kontrast gewesen. Aber ich habe, du siehst, die Farbe ist nicht weiß. Ne? Aber ich habe grundiert. Aber es ist, also optisch gesehen ist es gerade ein Weiß. Ja, okay. So, ne? So, und wenn du jetzt einen dunklen Hintergrund gehabt hättest, boah, das hätte so geknallt. Ja. Hätte ich, also, aber du warst unvorbereitet, oder? Ich habe es einfach gemacht. Ja, genau. Also das hätte ich jetzt anders gemacht, meiner Meinung nach. Bei dem weiß ich nicht so ganz genau. Da habe ich relativ wenig Meinung. Das sieht auch nach einem Experiment aus. Ja. Das ist, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich auch ähnlich mit dem Föhn gemacht. Und das da finde ich cool. Genau, also hier haben wir halt mit so unterschiedlichen, ich habe so unterschiedliche Konsistenzen benutzt. Genau, miteinander. Mit so einem Kleber und so. Manche sind da oben aufgerissen, manche waren halt sehr verdünnt, dann verlaufen und genau. So. Ne? Aber, also meine Highlights sind die beiden. Die finde ich wirklich cool. Bei den beiden würde ich jetzt, ist jetzt meine Meinung, oder bei denen hier,
ist aber auch nur meine Meinung, finde ich jetzt nicht so geil, aber die beim Fischhammer. Okay. Also das wäre noch geiler gekommen im dunklen Hintergrund. Was ist mit diesem Thema, das habe ich jetzt, höre ich jetzt nicht das erste Mal, so, dass das in dieser Kunstszene diese hyperrealistische Zeichnung, ne? Wenn so Leute so hyperrealistisch zeichnen, dass das irgendwie nicht so, dass das irgendwie nicht so creditwürdig ist oder so. Ist es auch nicht. Was ich aber schade finde, weil die Leistung ist enorm. Also zum Beispiel, ich meine, wie muss das Gehirn funktionieren? Also, dass das so geht. Naja, du also hört sich jetzt doof an, du hast eine Lupe und guckst dir das Foto an und arbeitest wirklich jede Farbe nach. Es dauert auch Ewigkeiten, aber wenn es dann hängt, kommst du in die Problematik, die ich zum Beispiel bei dem Bild, was da drin ist, auch hatte. Die Leute sehen ein Foto für sich selber, die sagen, oh, das ist ja gut fotografiert. Ah, ein guter Druck. Dann sagst du, nee, ist kein Druck. Und das Problem ist das, wenn es irgendwo hängt und du keinen Künstler, Galeristen daneben stehen hast, der erklärt, dass es gemalt ist, gehen die Leute dann vorbei und sagen, es ist ein Druck. Und darum wird es nicht so gewürdigt, und was ich super schade finde. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt das Bild hier nehmen, ne? Ja. Also, was gefällt dir daran? Also jetzt mir gefällt die Farbkonstellation und dass du mit halbtransparenten Farben gearbeitet hast. Das gefällt mir. Du hast ja, ohne darüber nachzudenken, gewischt. Ich schätze, das hier oben hast du entweder mit einer Pappe gemacht, das Geribbelte. Vielleicht hast du es auch mit einer Spachtelklinge gemacht. Ja, Spachtel, also so ein kleines. Genau, Plastik. Also das, ich finde die Farbkombination geil. Mhm. Das ist das, was mir gefällt. Also ich stehe komplett auf das, nennen wir es mal Türkis, stehe ich total drauf. Leuchtet schön, finde ich mega. Also das finde ich wirklich gut. Meine Frage an dich zum Beispiel, Rückseiten, ne? Mhm. Machst du was auf Rückseiten? Ich mache geheime Sachen auf Rückseiten. Okay. Ich mache auch sehr viele Sachen auf Rückseiten. Ja, genau. Es gibt auch Bilder, das wirst du auch gleich bei dem sehen. Es gibt immer versteckte Botschaften. Ja. Und es gibt bei meinen Werken, jedes Bild, auch der Druck, hat ein verstecktes Merkmal, was nur ich machen kann. Was nur mein Körper machen kann und was komplett fälschungssicher ist. Was du aber nicht siehst. Was du aber sehen könntest durch bestimmte Lichtverhältnisse. Also das heißt, du könntest immer deine Kunst... Immer. Also weil sie wird halt schnell kopiert. Das ist halt so. Ne? Ob es jetzt meine ist oder von wem auch immer, spielt gar keine Rolle. Aber ich kann dir immer sagen, du hast als Beispiel Werk 17, von der Edition von 19, du hast 17. Dann kann ich dir genau sagen oder kann ich genau gucken, wo mein Merkmal bei der Nummer 17 ist, was du gar nicht siehst, aber wo ich genau hinfahren kann und sagen kann, das ist es, das ist original. Interessant. Ja. Okay. Mache ich immer, bei jedem Bild. Das heißt also auch, weil es gab von mir auch schon Bilder, die halt gefälscht waren. Ja. Ja, gibt es auch heute noch. Und dann kriegst du halt stellenweise einen Anruf, wo es dann heißt, ey, ich habe hier ein Zertifikat, ist alles gut. Das ist ein Zertifikat, ist auch kein Problem. Eine Unterschrift scannst du ein und fertig. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Schwache Leistung. Ja. So. Und dann kannst du aber, kontaktierst du mich und dann sage ich, ey, ich gucke mir das mal an. Das müsste Nummer so und so sein. Und dann komme ich dahin, weil ich will dir nicht sagen, woran sie es erkennen, weil sonst macht es die Runde. Ja. Und dann kontrolliere ich es. Interessant. Mhm. Weil ich hatte von einem Bekannten von mir, der sammelt schon Kunst und so weiter, und der hatte auch von diesem Banksy ein Werk, und da hieß es dann als erstes, ist nicht echt. Okay. Und dann hat das zwar lange gedauert, aber dann war es doch echt. Also, das heißt, er hat einen, was hat er geholt? Das war so ein, auch so dieses überarbeitete oder irgendwie, ich weiß nicht. Oder das war, also es war ein Druck, der überarbeitet war? Kann sein, ja. Das war jetzt nicht, das hatte so um die 200 gekostet oder so. 200, 300 oder wie so. Klein? Wie groß? Klein. Ja, genau. Klein, ja. Aber dann war es ein Original. Ja, okay, oder so. War. Dann war also zwei, also normalerweise macht er keine Drucke, ne? Also alles das, du kannst im Hotel in Israel. Doch, aber dann war das genau das. Nee, pass auf, ich hab das ja hier, ich hab's ja hier. Genau das, es war nämlich etwas, was er sonst nicht macht. Und zwar fünf Stück gab es davon. Ja, das kann sein. Ja, genau, das kann sein. Genau. Und das hat er aber nicht in Deutschland gekauft. Nee, das hat er in einer Galerie gekauft in, ich glaube, Saint-Tropez oder Monaco. Und Monaco? Ja. Boah, das würde mich jetzt aber hart wundern, da gibt es nur eine. Saint-Tropez oder so gab es da, war das. Und dann hat er das in eine Auktion gegeben, dann gab es erstmal so, ja, nee, und ist nicht echt und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja, hier ist doch alles, Rechnung und dies und das. Und dann hat sich herausgestellt, ah, ist doch echt. Und da habe ich mir schon gedacht, so, boah, okay, in der Kunstszene auf jeden Fall. Da, ja, das kann richtig blöd werden. Da geht's richtig ab. Ja, genau. Also deswegen bin ich halt ein Freund davon, mein geheimen Merkmal zu setzen. Ja. Weil dann kannst du es immer relativ einfach erklären. Warte mal, hat mir ja, das jetzt bin ich gespannt. Jetzt gucken wir mal. Ich hab das heißt, eine 5er Auflage hat er gekauft. Hat er 5 Stück gekauft oder 1? Nee, der hat nur 1 gehabt. Ja, gut, so. Aber 1 reicht ja auch schon, ne? Da auf jeden Fall. Naja. So, wo sind wir hier? In Saint-Tropez? War auf jeden Fall Südfrankreich. Jetzt bin ich gespannt, welches das ist. Das Karussellbild kann es nicht sein. Jetzt zeig mal her.
Das hat er sich gekauft? Mhm. Geil. Wieso? Das ist geil. Ich liebe das. Ich finde die Botschaft halt dahinter geil, ne? Kann ja jeder interpretieren, was er will, aber er macht halt einfach geile Bilder, die immer eine geile Message haben und er braucht sie nicht erklären. Ja. Künstler, die Bilder oder die Werke erschaffen mit einer Geschichte, sind grundsätzlich wertvoller als Kunstwerke, die keine Geschichte dahinter haben. Und muss man auch dazu sagen, ne, das, was jetzt an Wertentwicklung dabei rausgekommen ist, war natürlich Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Ja, aber das ist jetzt stell dir mal deine Werke vor. Ich weiß jetzt nicht, was nimmst du jetzt dafür? Das entscheidet der Markt. Nur bei eBay. Ich mal, guck mal, in der jetzigen Situation, guck mal, das ist auch ein Problem. Ja. Ich möchte mich jetzt selber, wie du schon gesagt hast, und ich nehme das wirklich extrem ernst, du kannst dich nicht hinstellen. So, jetzt kein Disrespect, jeder, der das macht, der soll das durchmachen. Ja. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen, einfach so sagen, ja, 5 Mille oder so. Sondern, könnte man machen. Könntest du machen, genau. Aber momentan, ich bin eher so darauf, die Leute sollen das kaufen. Wir haben eins verkauft für 2,5. Wir machen, manche sind bei 400-500 okay. Euro. Mhm. Und bis der Tag gekommen ist, bis ich sage, okay, gut, jetzt haben wir ein Preislevel gefunden. Jetzt hast du dich eingegroovt. Ich ziehe es erstmal so durch. Mhm. Auch um mich selber zu challengen, weil das Feedback der Leute ist das Feedback der Leute. Absolut. Wenn die Leute bereit sind, 2 Mille dafür zu zahlen, dann ist es 2 Mille. Wenn die Leute dafür bereit sind, 500 Euro dafür zu bezahlen, dann sind es 500. Aber genau das ist der Markt. Also genauso würde ich sagen, entscheidet der Markt auch. Ja. Bedeutet, wenn du jetzt nur mal als Beispiel, wir machen in Miami eine Ausstellung oder in Vegas, ist mal kackegal. So, und du verkaufst aber ein Bild für 5, dann sagt der Markt, dass deine Kunst 5.000 Euro wert ist. Ja, aber da musst du erst mal hinkommen auch. Musst du da hinkommen. Ja. So, logisch. Also das passiert nicht von heute auf morgen. Genau. Das ist mal klar. Aber du verkaufst ja momentan auf eBay, glaube ich. Ne? Oder hast du mir, glaube ich, eBay, gesagt? Genau. Genau. Und schwierig. Ist halt die einzige, natürlich, jetzt, das ist das Einzige, was ich jetzt... Ja, es ist der schnellste und einfachste Weg. Genau. Der funktioniert auch jetzt gerade noch. Mhm. Aber wenn wir das Ding am Black Friday gemacht haben und wir machen ein, zwei Sachen, dann ist das machst du das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir einen geilen Move. Und mit, wie läuft das so zum Beispiel mit Galerien? Also hast du dann so, sind das Galerien dann, suchst du die dann aus oder ist das dann in Deutschland oder ist das dann auf der... Also ich arbeite gar nicht mehr mit Galerien zusammen. Ich habe jetzt noch einen aktuellen Vertrag mit einer Galerie in Köln, aber den habe ich geskippt, weil ich einfach gemerkt habe, 90% der Galerien sind alle Verbrecher. Es verschwinden Kunstwerke. Im Louvre werden im Jahr 323 Bilder geklaut. Im Louvre. Nein. Ja, jetzt kommst du. Selbst die Mona Lisa wurde schon ein paar Mal geklaut. Von einem Glaser, der die Mona Lisa eingeglast hat, der hat, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, sagen wir mal 40 Jahre ungefähr ist das her, der hat die Mona Lisa geklaut. Es ist niemandem aufgefallen, war ein Italiener. Und die müssen ja, wenn ein Bild aus dem Louvre geklaut wird, haben die 2 Stunden Zeit, um den Staatsschutz zu informieren. Bundespräsidenten oder dementsprechend, also das ist wirklich eine Nummer. Was sind das für Stories? Das ist eine krasse Nummer. Und es hat 2 Jahre gedauert, bis die Mona Lisa aufgefunden wurde. Aber sie wurde nicht gefunden, sondern der Dieb... Der wollte die Mona Lisa wieder zurückgeben an Italien, weil der eigentliche Künstler ja logischerweise aus Italien kam und er dachte, sie gehört meinem Land. Deswegen wollte er es dann aber verkaufen an einen Sammler in Italien. Und der hat das Bild dann checken lassen und gemerkt, das ist das Original. Und dann, die haben sich im Hotel getroffen und was kam? Die Polizei. Dadurch haben sie wieder 2 Jahre lang. Das war, bei dem Bild war es das allererste Mal auf der Welt, dass der Fingerabdruck zur Geltung gekommen ist, weil da wurde gerade der Fingerabdruck quasi die Technik dazu entwickelt, haben ihn aber nicht ermitteln können, weil es der linke Daumen war und nicht der rechte. Wahnsinn. ich könnte die Geschichte aber erzählen. Genau, weil da können wir auch noch mal ganz kurz reingehen in die Sache. Und zwar, wir hatten jetzt mal so von Milliarden-Mike, kennst du den? Der hatte so, da eine seiner Betrugsmaschen war so, oder einen großen Coup war, dass er an irgendeinen Industriellen so gesagt hat, dass er so aus dem Dritten Reich so Sachen, die beschlagnahmt haben, so Kunstwerke. Ne? Mhm. Guck mal, gibt es so Sachen, so Kunstwerke zum Beispiel, die dann so verschwinden und dann auf einmal auftauchen? Ja. Zum Beispiel aus den 40ern oder aus 30er Jahre, die sind immer weg gewesen und auf einmal sagst du, ey, die sind hier. Ja, gibt es. Genug. Beste Beispiel, Wolfgang Beltraki. Er zeichnet Kunstwerke, die nie da waren. Genau. Und plötzlich tauchen sie auf. Ja. Und dann kommt aber der Kunsthistoriker und testet sie und sagt, die müssen echt sein. Ja. Und dann gibst du 5 Millionen aus für ein Bild, was ein Wolfgang Beltraki gemacht hat. Und du denkst, du hast einen Picasso oder einen Rubens zu Hause hängen. Wo du dann da stehst und denkst, das war jetzt aber mal richtig kacke. Was willst du denn dann machen? Willst du dann sagen, ey Jungs, ich hab hier auch eins? Dann ist Bild weg, dann ist alles weg. Ey, ganz ehrlich, das ist aber scheiß Move. Aber es passiert, ja. Es passiert ganz oft. Also bei mir sind in Miami von 13 Werken sind 12 verschwunden. Wie? Und das das FBI ermittelt dagegen. Ne? Also wirklich schon seit 2 Jahren jetzt. Du, das ist mein Feuer. Wie sind die verschwunden?
Ich habe ausgestellt auf der Art Basel mit einer Galerie aus Miami und unmittelbar danach kam Corona. So, dann haben wir auf der Basel 3 Bilder verkauft, beziehungsweise der Galerist. Dann war der plötzlich nicht mehr erreichbar. Also ich wollte mein Geld haben, war nicht erreichbar. Dann kam Corona und dann sagte er, ich kann jetzt gerade nicht, weil ist ja hier alles Lockdown und ich kann auch nicht rüberkommen und was auch immer. Also er hat Ausreden gesucht. Und dann bin ich nach Corona rübergeflogen zur Galerie und gesagt, okay, ich komme jetzt vorbei, ich will jetzt meine Bilder abholen. Galerie weg. Nein. Ja. Und dann habe ich durch Freunde aus Deutschland, die mittlerweile da drüben leben, und einen ganz langjährigen Bekannten, der auch sehr bekannt ist, der sagte zu mir, René, ist gar kein Problem, ich habe Kontakte zum FBI, ich regel das. Und dann bin ich beim FBI gewesen. Waren wir letztes Jahr in Amerika? Ich glaube, letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr waren wir beim FBI. Boah. Letztes Jahr waren wir beim FBI und das ist schon auch nicht mehr witzig. Ne? Also, das ist schon eine krasse Nummer. Das ist ja dein ganzes Jahr. Das ist alles weg. Das ist ja mehr als ein Jahr gewesen dann an Schaffungskunst, die oder? Die Zeit ist egal. Wenn du Bilder außerhalb Europas bringst, bezahlst du die Steuer in Deutschland. Und die kriegst du dann zurück, wenn die Bilder zurückkommen. Nein. Yes. Yes. Oh mein Gott. Mhm. Genau. Und jetzt kommt dann der Twist, wenn das FBI dann ermittelt, die halten dich ja nicht jeden Tag auf dem Laufenden. Nee. Ich habe gerade gestern noch eine SMS geschickt, so ob die irgendwelche News haben. Also die haben zwei gefunden. Haben sie gefunden? Zwei Bilder haben sie gefunden. Wo? Also wie? Ja, bei dem Galeristen ist. Der hat sich, also der ist nach Tampa gezogen von Miami. Das mussten die aber auch erstmal herausfinden. Ja. Und jetzt ist er wieder zurück nach Miami. Und weil er zurück nach Miami gekommen ist, ist bei dem Namen quasi wahrscheinlich eine rote Lampe aufgeleuchtet beim FBI. Und er hat gesagt, da fahren wir jetzt hin. Zwei Bilder gefunden. Zwei. Ist nix. So, und die sagen halt, ja gut, wenn er jetzt alle verkauft hat, was willst du dann machen? Dann wäre auch recht, was willst du machen? Du kannst einen nackten Menschen nicht in die Tasche packen, ne? Boah. Und das passiert auch in Deutschland. Also in Köln gibt es eine Galerie, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da passiert der gleiche Kram. Die ziehen den gleichen Kram durch mit den Leuten, die aus dem Ausland kommen. Crazy. Ja. Was geht in der Szene ab? Das ist ja Wahnsinn. Das ist nicht witzig. Ja, aber ich meine, letzten Endes guck dir das Uhrenbusiness an. Das ist vom Prinzip her das Gleiche. Da kannst du Uhren am Strand kaufen. Rolex ja, mit K geschrieben. Ja, natürlich. Also hatten wir gestern Gäste, ne, die wurden ausgeraubt, sind 4 Millionen weggekommen. Ja. Aber heute zum Beispiel sind in Hongkong zwei Uhren aufgetaucht. Aber in Hongkong kannst du nichts machen. Dann kannst du es vorbei. Also die wurden nach England angeboten, dann, dadurch ist es aufgetaucht. Aber die Uhren in Hongkong, sind in Hongkong und das ist halt, du kommst nicht mehr dran. Du kommst nicht mehr dran. Und dadurch, dass es ja dann international wird, weil ich aus Deutschland bin und der Kunde Amerikaner ist, schaltet sich ja nicht die deutsche Polizei an, weil es auf amerikanischem Grund passiert ist. Es aber ein internationales Verbrechen ist, schaltet sich das FBI ein. Ach, die sind dann, die machen so. Die machen den ganzen Kram. Also ich arbeite auch nicht mit irgendeinem Typen vom FBI zusammen, sondern mit dem Kunstagent. Okay. Also das ist wirklich kein kleiner Furz mehr. Das ist schon krass. Aber das ist schon wirklich krass. Also hat dich das finanziell hart getroffen? Ja, klar. Multiplizier mal 70.000 mal 13 und nimm davon die Steuer. Boah. Ja, und das ist zweimal passiert. So, und jetzt kommst du. Boah. Ja, genau. Das ist ja mal ein harter. Und deswegen arbeite ich nur noch, wenn ich da Bock drauf habe. Ja. Und nicht mehr zu. Ich mache nichts aber mehr zu. Aber ich finde auch irgendwie, in der heutigen Zeit ist das so. Ich will jetzt nichts sagen, aber so, das ist teilweise genauso wie so Agenten zu haben oder so Distributoren. Genau. Ist so ein bisschen schwierig. Überfällig. Ja, also, genau, das ist auch so, man braucht das irgendwie nicht mehr. Jetzt, wenn du kannst auch selber einfach alles machen, in gewisser Weise, ne, bis zu einem gewissen Extent. Ja, aber jetzt, das ist genau das, was ich gerade sagte, deswegen brauchst du keine Galerie mehr. Ja. Die Galerie kriegt ja 50% von jedem verkauften Werk. So, und dann gehen von den 50% nochmal die Steuern ab. Das bedeutet, du hast rund ein Viertel über. Ein Viertel von 70.000. Ja? Das heißt, die Galerie, um es zu verkaufen, ist aber auf dich angewiesen. Bedeutet, du lädst ja auch dein Netzwerk ein. Zu denen zu gehen. So, was willst du? Was da kann ich es auch direkt an mein Netzwerk verkaufen. Genau. Und die 50% bleiben bei mir. Ja. Ist doch viel besser. Und deswegen, in der heutigen Zeit würde ich behaupten, brauchen die Galerien die Künstler, aber nicht die Künstler die Galerien. Genau, das sehe ich genauso. Ne? Weil man halt das einfach selber machen kann, je nachdem. Genau. Je nachdem, wie gut du vernetzt bist. Ja, aber auch, ich finde das auch, wenn du direkt beim Künstler kaufst, für mich jetzt, wenn du direkt beim Künstler kaufst, man hat auch vielleicht irgendwie ein besseres Gefühl, weil es halt direkt aus der Factory ist. Und ich gebe dir Brief und Siegel, wenn du bei mir ins Atelier kommst, dann frisst dich die Stimmung da so dermaßen in den Bann, dass du Raum und Zeit verlierst. Und du hast eine Emotion von Farbe, Kraft, Gelassenheit, Ruhe, es gibt keine schlechte Laune, das ist emotional so ein Eyecatcher in dem Augenblick, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also jeder, der bei mir reinkommt, der macht erstmal runterkommen. Ja. Das ist der Hammer. Mach ich völlig ernst. Oh, und ich bin gerade hier reingekommen. Was haben wir hier?
Hier kannst du auspacken. Wie hast du das? Also erstmal, wir können es mal herholen. Ja, dann. Zusammen. Wie transportiert man sowas? Bist du mit dem Anhänger? Also ja, ich habe das nicht hier hingebracht. Ah, okay. Ich habe das liefern lassen. Ist schwer. Okay. 60 Kilo. Sollen wir jemanden zur Hilfe holen? Nö. Ja, dann geh du mal am besten so rum, damit man es sieht, weil hier musst du sicher. Okay, interessant. Ja, das ist. Arvin, du kannst mir vielleicht doch. Oh, herrlich. Nimm du es, ich hab sicher. So, mal stellen, vielleicht noch mal gerade kurz ab. Oder? Nee, geht noch. Okay, wir kriegen das hin. Ja, ja. So, wo willst du es hin haben? Hier. Okay. Okay, ich glaube, wir müssen weiter nach hinten, so kriegst du nichts. Ja, aber gut. Wir können noch ein bisschen nach hinten. Komm. Soll ich das tragen? Du brauchst mir nicht helfen, hilf Marc. Ist nicht viel leichter, ne? Das geht. So, und das ist jetzt von meiner Seite aus ein Geschenk an dich. Nein, nein. Doch, es ist nur ein überarbeiteter Druck, aber es ist die Originalgröße. Captain America, Alter, das gibt's ja nicht. Das ist ja heftig. Ja, und auch das hat natürlich logischerweise mein geheimes Versteck. Stempel, das ist ja. Genau, mein geheimen Stempel, ja genau. Ja, lass ihn mal auspacken, dann siehst du es wenigstens mal. Das ist jetzt halt die zweite, nennen wir es mal Kategorie 2. Ja, die Folie können wir einfach abziehen. Wenn wir sie so einfach abziehen können. Ist ein Messer? Messer oder Schere? Warte, halt mal kurz fest. Ja. Du bist ja bestens vorbereitet. Ja. Junge, Respekt! Ja. Selbstverteidigungskurs. Ja, genau. Wahnsinn. Junge, die sind auch richtig scharf, ey. Besser nicht in die Hosentasche. So. Ich bin übrigens Bluter. Jetzt machen wir hier ein bisschen Unordnung. Ich glaube, das ist fein für dich. Passt. Normalerweise passt man das übrigens mit weißen Handschuhen aus. Ja. Just to let you know. Aber was ist schon normal, oder? So. Genau. So. So ist frei. Genau. Wow. So. Und das hat jetzt die Originalgröße, wie mein Original, was ich gemalt habe. Crazy. Na? Und du musst das hier, dieser Abschnitt hier, also die Actionfigur, ist quasi mit Öl gemalt. Ja. Und das hier mit Acryl. Also eigentlich ähnlich mit der gleichen Farbe. Und du siehst halt hier, dass ich überarbeitet habe, das Schwarze überarbeitet. Und das überarbeitest du auch immer so, dass man es sieht, also nicht clean. Hier zum Beispiel habe ich überarbeitet, ne? Du siehst, im Rot habe ich überarbeitet. Heftig, heftig. Ja. Geisteskrank. Also damit hast du mir wirklich eine Riesenfreude gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Captain America, gerade zu dem Thema, ne? Zu dem Thema ist natürlich jetzt mit dem Umzug. Ja, das, genau. Das es ist natürlich jetzt groß, ne? Ja, aber das kriegen wir schon gut hin, ne? Ja, ja. Aber genau. Also da sieht man ja so diese Idee, ne, von dem, du hast halt diese Actionfiguren und da hast du das halt jetzt dann so dreidimensional dann umgesetzt. Genau. Ja, ne? Mit Absicht halt auch die ganzen Oldschool-Sachen. Also ich habe den Deadpool jetzt gemalt, da gibt es keine Actionfigur aus den 80ern, das habe ich die also dann quasi zurück in die 80er dann gemalt. Ah, okay. Genau. Und so, ich habe ein Tor gemalt und so, das ist schon gut. Was verlierst du? 19 D-Mark. Ja, 19, ja, ist doch wichtig, oder? Ja, RTK-Toys, René Turek-Toys. Ich habe zum Beispiel, das war das Erste, was ich so gemalt habe. Und bei allen anderen habe ich den Preis immer verändert. Habe ich zum Beispiel das Geburtstag meiner Kinder reingebracht. Ah, okay. Immer so als, auch da wiederum als Message. Also ich wandere durch die Preise mit Geburtstagen oder wie auch immer. Geburtsjahr, Geburtsmonat. Aber zum Beispiel sowas, wird das jetzt dann verfügbar sein auf deinem Online-Shop? Ja, das ist dann verfügbar, ja. Genau. Und wann? In dieser Größe, ich würde sagen Anfang September. Ist das soweit durch? Ich glaube, zu meinem Geburtstag machen wir das. Ich habe einen 9.9. Geburtstag, okay. Da mache ich Release. Stark, stark. Ja. Ich hoffe, es gefällt dir. Super, es ist wirklich ein sehr, also einfach mega. Und also hier, dieser Unterschied, den kriegt man jetzt dadurch hin, dass du hier jetzt dann Öl genommen hast. Genau, ja, genau. Und hier ist dann, okay. Ja. Hier ist dann Acryl, genau. Also das hier ist Öl, das heißt, du hast ja hier auch Schattierungen, die halt fließend sind. Also hier zum Beispiel das Hellblau, das Weiß, das Dunkelblau. Und hier hast du nur harte Linien. Und hier hast du einen weichen Übergang. Ja. Daran merkst du auch schon den Unterschied von der Technik, was ich gemacht habe. Das ist schon was ganz, ganz anderes. Heftig. Also erstmal hoffe ich, dass es dir gefällt. Mir macht es mega Spaß, sowas zu malen, weil es einfach so das Ding ist, was ich sammle. Ja. Und wenn du alle Bilder, alle Originalen nebeneinander siehst, die da jetzt stehen, das sind 5 Stück bis jetzt oder 6, weiß ich gerade gar nicht genau. Also du hast Deadpool, Captain America, Hulk. Hulk, Thor habe ich gemacht, Iron Man habe ich gemacht und jetzt bin ich gerade bei Spider-Man, Wonder Woman und dann mache ich gerade für den Till Lindemann-Bild, ihn als Actionfigur. Oh, okay. Das ist halt auch mega passt zu ihm, ne? Das, auch das, Kunstsammler. Das ist auf jeden Fall eine Erscheinung dann. Ja, das wird schon witzig. Ja, das wird schon cool, glaube ich. Genau, ja.
Mega, hä? Freut mich. Das ist ja, also, ja. Ja. Das ist, wie lange brauchst du für so ein Bild? Zwischen 4 Wochen und 8 Wochen ungefähr. Okay. Aber reine Arbeitszeit, ne? Ja. Ja, genau. Gibt es auch manchmal so einen Moment, wo du dann einfach auch jetzt auf das Thema dann keine Lust hast, was anderes machen möchtest? Nee, weil mir das einfach Spaß macht. Aber ich werde von Marvel dann irgendwann weggehen. So, vielleicht werde ich das nächste Mal, ein Freund von mir hat eine große Ferrari-Sammlung, also wirklich groß. Matchbox oder wie? Naja, ich würde dann in die Hot Wheels-Nummer gehen. Hot Wheels. Aber ich würde dann Autos genauso zeichnen, wie sie jetzt hier sind, also sprich die Verpackung. Aber dann würde ich nur die super seltenen Autos machen. Also ich würde keinen SF90 machen, sondern ich würde wirklich früher zurückgehen. Er hat einen ganz alten R50, einen R40. Okay. Und was ist das noch für der Gran Turismo Ferrari, ne? 74 Millionen? So ja, what? Ja, du weißt, was ich meine vielleicht. Ja. Das zum Beispiel auch mega. Also Autos zu machen, die es vielleicht auch so noch nie als Verpackung gegeben hat. Ja, okay. Und meine Kunden durch meine Autos, die würden sich bestimmt freuen, wenn ich es mache. Ja. Hab ich voll Bock drauf. Ein Lambo vielleicht einen Countach mal machen. Voll geil. Ist auch, ja. Ja, genau. Ja, und den Testarossa würde ich tatsächlich mit einer Miami-Weiß-Verpackung machen. Ja, oder komm, ich fände das mega gut. Habe ich auch meinen Bezug zu Miami halt, ne? Ja. 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 Sehr, sehr cool. Also ich muss sagen, dass das länger hier war, das hat mir niemand gesagt. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, also, das Handgepäck übrigens, ne? Weißt Bescheid. Du hast da vorne im Koffer stehen, da kannst du reinpassen. Genau. Also sehr, 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 sehr krass und ich muss sagen, es könnte nicht passender sein jetzt durch Amerika und also da hast du mir wirklich eine sehr, sehr große Freude gemacht. Ja, freut mich. Und ich würde sagen, ja, wenn wir jetzt da, wenn wir das hinkriegen, dass wir zusammen mal was für Twitch, auf ja. Twitch machen, ja, klar. Das wäre eine echt super interaktive Geschichte. Ja. Und da wird die Community auch mit Sicherheit mit zustimmen, dass das einfach was komplett Neues ist. Ich finde es halt so schön, dass dieses Thema halt auch irgendwie so universell ist und dass die Leute trotzdem ja auch offen dem gegenüber sind, obwohl wir eigentlich aus einer ganz anderen, wir kommen ja aus einem ganz anderen Bereich, ne? Ja, genau. Uhren und sowas. Natürlich, es hat auch irgendwie schon was mit, so wie du auch sagst, ne? So mit diesem Sammeln und so zu tun. Genau. Oder, aber ja, die Leute haben es wirklich sehr aufgenommen. Ne? Ich sehe es auch bei den Besucherzahlen und so, bei den Zuschauern. Mhm. Das ist ein Thema, was die Leute auch interessiert. Ja, aber es ist auch allgegenwärtig. Ne? Mittlerweile siehst du ja Kunst überall. Musst ja nur deine Augen öffnen. Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, Kunst ist auch schon so ein bisschen so, das ist viel so auch hinter, man bekommt nicht so viele Insights. Ne? Nee, null. Also, und das ist eigentlich super schade. Ich habe auch mal überlegt, einen Podcast zu machen, zu erklären, Geschichte Mona Lisa, Picasso und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, die Leute feiern eher das Werk als solches, als sie die Geschichte dahinter haben. Kann auch sein. Ja, ich glaube, dafür ist es zu alt. Ich glaube, und das, ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich interessiert. Also ich finde es super spannend und ich muss sagen, vielen, vielen Dank dafür. Gerne, gerne. Ich hoffe, dass die Anreise nicht zu weit war. Ach, die 4 Tage, das war nicht so schlimm. Ich musste es ja tragen. Ja. Nein, Quatsch, alles gut. Alles gut, 2 Stunden, alles okay. Easy. Alles easy. Ja, also von daher, Leute, wenn das Video wird ja auch nochmal als YouTube auf unseren Highlight-Kanälen hochgeladen. Sagt uns gerne, was ihr von dem Projekt haltet. Gebt uns gerne Anreize auch zu den Sachen vielleicht, was ihr euch als Motive vorstellen könnt. Ja? Schreibt gerne in die Kommentare. Wir werden dann auch nochmal im Stream die Kommentare vorlesen und das Ganze nochmal mit dir auch besprechen. Ja.